Wenn die Temperaturen milder werden, heißt es für die Biker, ihren heißen Ofen aus dem Winterschlaf zu erwecken. Ideal also, dass das Autohaus Lietz die Motorradsaison zum einen mit einer Zweiradmesse eröffnet und zum anderen einen ganz neuen Showroom präsentiert. Ja, es war einfach absolut an der Zeit, dass wir das jetzt einmal erneuern. Es ist wirklich schon in die Jahre gekommen gewesen. Das war jetzt schon der letzte Umbau war vor 19 Jahren. Und einfach, dass wir wirklich die Marken sehr gut präsentieren können, jede Marke für sich in der eigenen Markenwelt, in einem zeitgemäßen Ambiente, wirklich sehr hochwertig präsentiert und wo man sich auch wirklich wohlfühlt. Wir haben eine eigene Lietz-Lounge eingerichtet, wo man sich die Zeit verkürzen kann, wenn man bei uns im Haus ist oder auf dem Motorrad wartet, wenn es in der Werkstatt ist. Und einfach, wie gesagt, in einem ganz neuen Ambiente, Wohlfühlambiente und dass wir wirklich die Marken super präsentieren können. Nicht ohne satte PS unterm Hintern geht es in die Bike-Saison. Denn schließlich gilt es, mit dem Motorrad wieder einmal richtig Gas zu geben. Wer sich einmal so richtig austoben will, der wird hier schnell Geschmack finden. Ja, da sind einige Modelle sind gekommen, neu wieder bei den Marken. Bei Ducati haben wir ganz neu die Panigale V4, die Multistrada 1260. Bei BMW haben wir einen neuen Roller, an den X400. Dann kommen neue GS-Modelle, die F57, die F850. Und bei Kawasaki auch einige neue Modelle. Da haben wir die Z900 RS, das ist ein Retro-Look. Und dann kommt noch ganz neu dazu die H2 SX. Also wirklich vom Roller über den Tourer bis zum Supersportler, alles dabei. Was bei dieser Zweiradmesse den Ton angegeben hat, war der richtige Sound der Motoren. Denn das Touren auf Maschinen mit mehr als 125 Kubikzentimetern Hubraum ist mehr als angesagt. Ausprobieren inklusive. Ja, haben wir schon probiert, die Z900. Und echt ein super Fahrzeug. Also von Kawasaki bis sowieso kann man überzeugt. Warum? Weil es mir einfach gefällt, von der Farbe her, von der Form. Ja, und so von Spruch her, weil es einfach vierzylindrig ist und taugt mir einfach. Also ich werde die Ducati Supersport in euch testen und freue mich schon drauf, weil ich stehe ehrlich gesagt auf so sportliche Dinge und ja, freue mich schon drauf. Mit der Monster 696er. Ah, gute Wahl. Und haben Sie heute schon ein bisschen ausprobiert? Nein, wir holen es nämlich gerade an. Sie war jetzt da zum Service und alles und jetzt fahren wir dann heim. Abwechslung lieferte die Auktion. Auktionsgut waren 10 Schachteln gefüllt mit Biker-Goodies, die an den Bestbieter versteigert wurden. Gebote bis zu 200 Euro wurden erzielt. Sie haben auch mitgesteigert. Ich sehe da BMW-Jean und ein Ducati-Hemd. Das ist mir leider viel zu klar. Und das Ducati-Hemd muss ich schauen. Passt eh gut, weil ich habe selber 3 Ducatis. Da kann man nie genug gewandt haben. Was sagst du zu den neuen Ducatis da herinnen? Ja, die V4, die gefällt mir schon sehr gut. Die Supersport möchte ich nachher noch gerne probieren, auf die bin ich sehr neugierig. Aber die V4, die ist echt von der Optik her ein Traum. Ein Traum ist auch der frische Kick rund um das Zweirad im Autohaus Lietz. Ein Abstecher lohnt sich auf jeden Fall.